So, heute ist Sonntag, der 11. Juni 2021, 12.02 Uhr, live aus dem Stadion Kf 3757 für Einbeck, Niedersachsen, Deutschland, für diejenigen, die aus Österreich, Schweiz zu gucken, was auch immer. Mein Name ist Adrian Lachstetter, beziehungsweise das ist der Name meiner Person, die im Vatikan gehört, mit der ich nichts mehr zu tun haben will. Deswegen nenne ich mich überall Adrian aus der Familie Milosevic, beziehungsweise Adrian von der Familie Milosevic. Ich bin Projekt Monarch Beta Sexsklavenopfer, Mind-Control-Opfer und Stasi-Zersetzungsopfer. So viel ganz kurz zu meiner Person und heute will ich mal so ein Video machen. Alles, was mir bleibt, dank diesen Wichsern vom BND, sind Spaziergänge, weil man mir meine Freundschaft zerstört hat, alles zerstört hat. Ich bin Opfer, ja, und man hat mich halt immer in einem kontrollierten Umfeld gehalten. Ich bin Opfer von Chip-Implantierungen, illegal, mit Nanotech und Mikrotech. Messungen sind ja hier auch auf dem Kanal. www.stop07.org oder einfach mal Dr. Kessel und Horten, internationale Staatskriminalität eingeben oder... Was ich glaube, das ist auch hier auf dem Kanal, Frontalangriff, nee, es ist auf anarchistischer Wahrheitskämpfer 2. Das Video heißt Frontalangriff. So, das gibt's alles schon. Der Fakt, dass es nämlich niemand glaubt und dass die, das macht genau diese, der Fakt, dass es ja niemand wahrhaben will, macht es nämlich genau dieses Verbrechen erst möglich. So muss man es mal sehen. Weil, es ist traurig, dass man den Leuten das immer noch beibringen muss. Wie gesagt, so, jetzt auf jeden Fall nochmal für Doofe, die jetzt hier zugucken. Der BND ist die Nachfolgebehörde der Gestapo des Dritten Reiches. Oder besser gesagt, Nachfolgefirma. So, ist eine Firma wie jede andere. Auch im Handelsregister drin. Kann man also auch zur Rechenschaft ziehen und verklagen. Weil das ist nämlich nicht das Mission Statement des BND, ist die Leute zu implantieren und abzutöten. Dementsprechend kann man die dann auch verklagen. Auf jeden Fall, so. Bin Opfer von illegaler Implantierung. Ich habe Implantate in den Schultern, im Genitalbereich. Für das Sex-Trafficking. Am Hinterkopf Implantate. So, also so kleine Mikrofunkchips. Genau, ich bin Opfer von rituellem Kindesmissbrauch, Kindersex, Trafficking, Mind Control und alles, was ich, wie gesagt, nur will. Im Prinzip ist es Gerechtigkeit, aber trotz alledem habe ich noch ein paar übergeordnete oder untergeordnete Forderungen, keine Ahnung. Nee, also mir hat man so viel Leid und Unrecht all die Jahre angetan und wenn ihr da glaubt beim BND, dass ich mir das jetzt einfach alles so schmecken lasse, dann habt ihr euch geschnitten. So funktioniert das nicht. So, also wie gesagt, erstmal wie gesagt, und dafür werde ich jetzt auch kämpfen. Also wie gesagt, erstmal will ich 30 Milliarden Euro Entschädigung haben dafür, dass man es wagt, sich an mir als arischen Übermenschen zu vergreifen, mich in ein Mind-Control-Programm zu stecken, um mich mit irgendwelchen Fortnite-spielenden Autisten zusammenzubringen zu wollen, mit über dieses Sex-Trafficking, Nummer 1. Dafür, dass ich als arischer Übermensch in einem Nazi-Todeslager sein musste, mir das Gehirn verstümmeln lassen musste, mit Tabletten, während ich da von Untermenschen hingefoltert wurde, die eigentlich da an meiner Stelle hätten sein sollen. Wer mich dahin gefoltert hat, weiß ich bis heute nicht, was für ein BNDler das war. Ich habe mal auf jeden Fall so ferngesteuert über dieses Voice to Skull und mich auch so depressiv gemacht. Und mir dann halt gesagt, ja, mach's doch und das. Und dann habe ich mir halt hier, ich war auch mehrfach schon, mit Messer reingestochen. Also wie gesagt, das ist dann auch ein versuchter Totschlag. Schwere Körperverletzung, ne? Wenn das dann irgendwann mal alles ans Licht kommt. Und diesen ganzen Ohrenimplantaten. Messung habe ich ja. Ja, wie gesagt, Fakt ist, das ist auf jeden Fall schon mal Nummer 1. Schon allein das reicht mir. Mich wollte man umbringen vor 3 Jahren. So, und jetzt glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt noch mit irgendwem rumpoppe oder sonst irgendwas. Das läuft nicht. Ach, hier irgendwie. Das läuft nicht sowas. Wie gesagt, also ich bin durch mit euch hier. Und dieses hier, Person XY liebt dich und sonst was. Das könnt ihr euch auch in den Arsch schieben. Ganz ehrlich, ihr müsst mal wissen, was ihr wollt beim BND. Ihr habt euch entschieden, 11%, ich muss mich beeilen, ihr habt euch entschieden, mich zu exterminieren. Ihr wolltet mich umbringen, das hat nicht geklappt, weil ihr Autisten, Loser und Versager seid. Bullerbirn mit einem IQ von unter 90 oder unter 70 besser gesagt. Ihr kriegt da gar nichts auf die Reihe, das ist alles schiefgegangen. Da hat man mich als Notlösung, dieses Nazi, weil ich kein Freimaurer werden wollte und Kinder poppen wollte, dieses Nazi-Todeslager Holzminden-Hildesheim reingesperrt, wo ich auch in der Kindheit schon unter LSD war. Meine Sexkitten-Programmierung. Ne? So. Fakt ist, ich möchte, dass das endlich alles auf den Tisch kommt, dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden, exekutiert werden mit ihrer ganzen Familie. Wie gesagt, da habe ich 30 Milliarden Euro für dieses ganze Leid und Elend, dafür, dass man mir 21 Jahre gestohlen hat.
mindestens. Dazu kommt ja auch noch, dass man mit Bitcoin Milliardengewinn versaut hat. Wir sind also sowieso schon im Milliardenbereich. So. Ja, die Implantate müssen alle natürlich rausgenommen werden. Also im Prinzip, ich will nur Gerechtigkeit, ich will, dass sich das alles klärt. Genau. Auf jeden Fall, ihr glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich mich noch auf irgendwelche Sachen von euch einlasse, nachdem ihr mich umbringen wolltet. Schon allein das reicht mir zu sagen, nein. Also sucht euch einen anderen. Und davon ab, ich will und ich brauche von dieser Welt nichts. Wie gesagt, ich will endlich nur, dass dieses Scheiß-Kartell abgeschaltet wird. Diese ganzen Scheiß-Geheimdienste, den ganzen Scheiß-autistischen Ballonkopf-Krüppel-Versager-Pisskindern. Nee, es ist einfach nur verdorben, dieses System. Das sind keine Übermenschen da, das sind alles Untermenschen. Ne? Ja, was erwartet man von einer privaten Firma? Ne? Kann halt jeder arbeiten für den BND. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, also wie gesagt, ich werde nicht nachgeben, bis ich das kriege, was ich gerade gesagt habe. Meine Entschädigung, dass diese Leute alle vor Gericht sind. Also wie gesagt, was anderes will ich nicht. Ich möchte nur, dass endlich alles auf den Tisch kommt. Und ich möchte halt, dass wir hier alle frei werden. Dafür kämpfe ich. Ich werde euch dieses ganze Leid nie verzeihen. Ihr kommt so viel zusammen an Leid und nee, Ihr habt mir mein Leben zerstört als arischen Übermenschen. Das betone ich mal gern wieder, weil ich nämlich arischer Übermensch bin und ihr seid mich alle nur Dreck, Schmutz, Abschaum da beim BND. Ihr gehört ausgelöscht von eurer ganzen Familie, ja. So, das ist auf jeden Fall das, was ich will. Nur, dass das nochmal jetzt alle begriffen haben. Und ich werde davon nicht abrücken. Ich werde so lange kämpfen, bis ich das kriege. Und peng. Also, wie gesagt, mich kriegt ihr nicht gesextrafficked. Ich sage das halt, ich mache diese Videos deshalb noch, weil dieses Sex-Trafficking immer noch versucht wird. Und deswegen mache ich auch dieses Video jetzt. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich mich jetzt auch Sex-Trafficken lasse. Also wer jetzt nicht weiß, was ich damit meine. Wie gesagt, wir sind in einer modernen Welt mit moderner Technik. Das Militär ist noch 20 Jahre weiter. Es gibt also schon so kleine Nano-Funk-Emitter, Dingens, Bummens. Es gibt also schon Nanotech. Damit meine ich halt das Stimulieren des Penises mit elektromagnetischen Waffen beziehungsweise mit diesen Genitalimplantaten. Und das Einsenden von Gedanken in der Hoffnung, dass ich dann irgendwie schwul werde oder sonst irgendwas. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, nachdem ich mich hier nachdem ich mich hier im Internet blamieren musste und blamieren muss, meine ganze Geschichte hier offenlegen muss und meine Privatsphäre hier offenlegen muss. Gut, da habe ich ja sowieso nicht mehr wegen Augenimplantaten und diesen ganzen Geheimdienst, die mich beobachten. Da habe ich mir mal gedacht, kann ich es auch mit allen teilen. Auf jeden Fall, trotz alledem, ich musste hier so die Hosen runterlassen, zum Beispiel in einem Video, ich weiß nicht, ob es am D-Kanal war oder auf einem anderen Kanal, den sie gelöscht haben, 100 Millionen Gründe gegen den Menschenhandel, wo ich das aufgedeckt habe, mit wie man, was für Loser man mich zusammenbringen wollte. Wie gesagt, und alle beteiligten Leute, die an meiner Monarch-Programmierung beteiligt sind, müssen mit ihrer ganzen Familie exekutiert werden. Dafür werde ich auch für kämpfen. Punkt aus Ende. Ich sage da jetzt einfach mal keinen Namen, aber ich sage mal, es muss. Dafür werde ich auch kämpfen, weil das. Ja, sehe ich nicht ein. Ne? Nee, es wird endlich Zeit, dieses ganze Scheiß-System abzustellen. Die ganzen Geheimdienste zuzumachen, die ganzen Leute mit ihren Familien exekutieren zu lassen. Alle Leute, die für den Geheimdienst gearbeitet haben, ist einer von sechs, müssen auch alle weg mit ihrer ganzen Familie. So. Als Bestrafung für die Dummheit, sich überhaupt auf den Geheimdienst einzulassen. Wir müssen eigentlich nur, haben wir gleich was für den imaginären Klimawandel getan hier. Was meine Jugend da glaubt, ne? So, überlege ich mal, einer von sechs arbeitet für den Geheimdienst immer noch. Ja, die müssen alle weg, die ganzen Familien, dafür werde ich auch für kämpfen. Es ist einfach nur verdorben gewesen, es ist einfach nur verdorben, dieses System, ey. Wie man nur so doof sein kann, sich für den Geheimdienst einspannen zu lassen, ey. So ist das. Alles ein Trauerspiel hier. Aber wie gesagt, mich kriegen sie nicht.
Ja, wie gesagt, ich brauche nichts von diesem Kartell. Alles, was ich möchte, ist einfach nur, dass dieses Kartell abgeschaltet wird. Komplett, das ist nichts anderes als ein Kartell, die Freimaurer, die Geheimdienste, dass wir hier endlich alle wieder frei werden. Und dafür werde ich kämpfen. Ne? Und bevor ihr mir jetzt übrigens alle wegen Vogelzeichen mit den Implantaten überprüft euch doch mal selber. Augenimplantate können mit einer UV-Taschenlampe sichtbar gemacht haben. Die muss einen gewissen Nanometerbereich haben. Einfach mal auf die Webseite von Dr. Cassian Horton, www.stop07.org gehen. Dann Equipment und Detection. Und dann ist da die UV-Taschenlampe, ist ein Amazon-Link. Die kauft ihr euch dann einfach, die da verlinkt ist. Und wenn das dann so grün zurückreflektiert, macht da am besten nachts im Dunkeln, habt ihr ein Augenimplantat. So, das ist moderne Militärtechnologie. Und Augenimplantat heißt auch automatisch auch weitere Implantate, weil das Augenimplantat kann ja nicht alleine funken. Das braucht also dann auch ein Implantat am Hinterkopf. Ja. Also deswegen, also die Freimaurer haben schon lange angefangen, uns heimlich zu biorobotisieren, gegen unseren Willen. Dr. Kessler Horten klärt es ja auf. Und ich auch. Und deswegen, also... Und ich möchte das abschalten. Ich möchte, dass wir da alle frei werden. Ja. Ja, weil, kann man sich logisch rational erklären. Also testet euch mal selber, bevor ihr mir den Finger zeigt. Das gilt gerade auch für Richter, Polizisten, Personen in Kontrollpositionen. Die werden natürlich als erstes gechippt, dass man die halt mind-controllen kann. Und, auch 6%, ich muss mich echt sputen. Auf jeden Fall, der Punkt ist, die werden sowieso gechippt. Wie gesagt, einfach mal www.stop07.org eingeben oder Dr. Kessel und Horton, die klärt das auf, wie man sich messt. Da habe ich auch auf meinem Kanal anarchistischer Wahrheitskämpfer. Jetzt muss ich mich beeilen. Muss ich schnell sabbeln. Zwei auch Videos. Ne? 6%, meine Fresse. Auf jeden Fall testet euch mal selber. Vielleicht seid ihr auch schon betroffen. Und Augenimplantate heißt, man kann euch im Badezimmer beobachten, man kann das alles aufzeichnen, man kann das verkaufen an irgendwelche sexualperversen Pissetrinker und Scheißefresser und Kinderficker vom Geheimdienst und macht illegal Profit von euch, wie von mir. Deswegen, also bevor ihr auf mich mit dem Finger zeigt, einfach mal selber mal euch testen und dann feststellen, oha, Alter, der Verrückte da ist, nicht verrückt, sondern er hat recht und wir sind alle am Arsch. So, und deswegen habe ich auch alles abgelehnt, also da braucht mir jetzt der Ali nicht kommen, Sergeant Ayatollah Ali Khamenei mit seinen 500 Millionen Euro. Und mir, also wie gesagt, ich brauche keine Hezbollah-Revolution oder sonst was. Oder das bringt mir gar nichts, der ganze Spaß ist doch weg. Außerdem, was bringt mir das, wenn ich gesteuert bin und alle meine Leute gesteuert sind und das gar nicht mal peilen? Nee, also ich wäre nur ein Spielzeug gewesen. Ich lasse mich nicht als Spielzeug benutzen. Ne? Nee, und das bringt mir auch gar nichts, wenn dann irgendwie meine Soldaten irgendwie über die Ohrenchips dann irgendwie gesagt kriegen, hier, lasst eure Waffen fallen, ich bin's Allah. Und die Leute glauben das dann, weil sie noch nicht über diese Militärtechnik Bescheid wissen. Haben sie im Afghanistan-Krieg gemacht. Deswegen also alles vollkommen sinnlos. Der Dritte Weltkrieg ist ein anderer Krieg. Das ist so, das ist der Krieg gegen die Geheimdienste. Nee, deswegen. Ja. Oh, 5%. Nee, ich möchte nur, dass ich das alles aufklärt und dafür werde ich auch kämpfen. Also, wie gesagt, die Geheimdienste haben sich bei mir mit dem Falschen angelegt. So. Die wollen den Kampf, die kriegen den Kampf. Bitteschön. Nee, es wird Zeit, endlich diese ganze scheiß Militärtechnologie zu veröffentlichen und die ganzen Geräte, wo die Implantate mit ausgelesen, programmiert werden und was weiß ich, wird Zeit, das endlich wirklich ans Licht zu bringen. Wie gesagt, Dr. Kessel Horton, die macht da exzellente Arbeit. Wie gesagt, die macht das auch ein bisschen besser, wie ich euch sehe, hier gar nichts mehr auf dem Display, weil das jetzt 5%, muss das doch ein bisschen höher stellen, die Helligkeit, auf jeden Fall. So. Also hat sich abgehakt, also an euch lieben Geheimdienstler, ich lutsch keine Schwänze, um dann eine Revolution zu bekommen, mit der ich nichts anfangen kann. Hat sich alles, ich brauche nichts von dieser Welt, bringt mir auch nichts, weil ich mehrere Persönlichkeiten habe und alles. Also ich bin ja 1 Arm in Schule. Siehst du, Herr Karl, dafür könnten Sie mir auch mal was bezahlen. Bin doch der beste Agent, ich koste nichts, bin implantiert, man kann mich durch die Augen gucken und alles. Ja. Schläferagenten sollten auch ein bisschen was kriegen. Wenn man das irgendwie inoffiziell den irgendwie zusteuert durch Spenden oder sonst irgendwas, echt arm dran momentan, ne? Ja. Nee. Also mich kriegen sie nicht lebendig in dieses Kartell da, die Freimaurer, die Geheimdienste. Ich werde so lange kämpfen, bis ich meine Rache habe, meine Gerechtigkeit.
Schon alleine dafür, mit was für Idioten man mich hier alle zusammenbringen wollte, hier über dieses illegale Sextrafficking hier, Markus Glotz, so ein scheiß behinderter Polacke, Benny Behrens, so ein scheiß fetter Freimaurer, Finn Schärfke, so ein scheiß verkrüppelter Legastheniker von der Schärfke-Familie. Ja, es ist einfach nur noch krank, ey, was die Geheimdienste hier machen. Dieses illegale Sextrafficking hier, also die haben doch einen an der Klatsche. Nee, und deswegen, schon allein dafür schuldet man mir auch was. Ja, ich sag, die schulden mir so viel Geld, das wissen die auch selber. Das können die gar nie wieder bezahlen, eigentlich. Und das pisst mich auch so an, das kann man gar nicht wieder gut machen. Auf jeden Fall, ja, das wollte ich nur mal loswerden. Also, wie gesagt, das sind meine Forderungen hier. Wie gesagt, ich werde weiterkämpfen hier. Wie gesagt, ich wollte es nur mal sagen, mich kriegt ihr nicht kaputt, mich könnt ihr nicht brechen. Ja? Wir können vielleicht das Leben zerstören, mich in Stücke hacken, aber ich werde weiter marschieren. Weil ganz ehrlich, es ist einfach nur noch krank, es ist einfach nur korrupt, dieses System ist einfach nur noch widerlich. Beim Geheimdienst sind die größten Sexualperversen mit scheiß Loser-Kindern und das muss endlich unterbunden werden. Nee, also ich brauche von dieser Welt nichts. Ich möchte einfach nur, dass der Geheimdienst, dass die alle abgestellt werden, die ganzen Freimaurer mit ihren ganzen scheiß Pisskindern da. Und alle Narzissten, die müssen auch alle exekutiert werden, weltweit. Dass wir hier wirklich wieder alle frei werden und Spaß haben können am Leben, ey. Nicht so ein Scheiß hier. Ja. Also, mich kriegen sie nicht klein. Die scheiß Geheimdienste, ihr habt euch den Falschen rausgesucht. Ich werde kämpfen, bis ich das kriege. So, und ihr glaubt doch auf jeden Fall, das wollte ich euch nochmal mitgeben, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich mich jetzt noch sextrafficken lasse. Nachdem ihr mich umbringen wolltet, nachdem ich wegen euch in einem Nazi-KZ festgesessen habe, Armee aus Hildesheim, nachdem er mich dann mit Haldol abgespritzt hat und fixiert hat, als arischen Übermenschen, da hätte eigentlich der Klapskopf, dieser Markus Klotz oder dieser Legastheniker Finn Schärfke, der hätte doch da eigentlich sein können. Der kann doch eh nichts. Wenn man schon Leute exterminiert oder Experimente macht oder vollstopft, dann auch bitte die eh nichts können, die keine Talente haben, die hässlich sind oder was weiß ich was. Müll halt, Dreck der Gesellschaft, also die Geheimdienstler mit ihren Kindern. Das sollte eigentlich umgekehrt sein. Ich sollte eigentlich dieses KZ leiten und diese ganzen Geheimdienstwichser mit ihren Pisspott-Kindern aus dem Abfallcontainer sollten da interniert sein. Ich sollte der Chefarzt eigentlich sein. Deswegen, dafür kämpfe ich auch, ey, dass diese Systeminversion, das muss wieder... Dass das wieder alles mit rechten Dingen zugeht, ja. Es ist einfach nur noch krank, ne. Arische Übermenschen werden von den Geheimdiensten gequält und ermordet. Von den größten degenerierten Untermenschen. Die denken, die wären Übermenschen, aber ja, keine Ahnung, wie die über ihre Chip-Implantate gesteuert werden, weiß ich nicht. Ne? Also. Kauft euch mal auf jeden Fall an alle, die jetzt hier zugucken, an meinen normalen Zuschauer, 3%, ich muss über allen, Wanzenmessgerät. Ich werde euch mal beides, ich werde einfach mal, Dr. Kessel Horten Seite verlinken, www.stop07.org, könnt ihr mit Übersetzungssoftware auch angucken oder was. So, ganz einfach, und dann lest ihr euch das mal durch mit dem Equipment und Detection. Ich mache einfach die Seite, die poste ich hier einfach mal. So, ganz einfach. Ja, auf jeden Fall, ihr glaubt doch nicht, nach dieser Totalzersetzung, nach diesen Trafficking-Versuchen mit diesem genetisch defekten Müll, nach dieser Scheiße im Hildesheim, nachdem ihr mich umbringen wollt, dass ich mich noch auf irgendwas einlasse. Ihr habt euch selber mit mir verschissen. Ihr hättet mal langsam wissen müssen, was ihr wollt. Und jetzt, schon alleine für dieses Trolling. Ja, ich bin leicht zu provozieren, aber das ist ein Fehler und das will ich euch auch verklickern. Ihr habt mich nicht zu provozieren, mich hat niemand zu provozieren. Kapisch? So, irgendwer muss ja mal aufstehen hier gegen diese ganze Scheiße. Wenn ich sage so und so, dann erwarte ich auch, dass da so und so passiert und zwar sofort. Wenn ich sage 30 Milliarden, hat Herr Karl zu spuren und dann mir das auch zu überweisen. So, ganz einfache Kiste. Das hat schon seinen Grund, wie ich auf den Betrag komme. So, außerdem soll es ja auch so ein bisschen eine Disziplinarsumme sein, dass der sich darüber Gedanken macht, wir hätten diesen arischen Übermenschen nie attackieren dürfen. Und uns nie mit diesem arischen Übermenschen anlegen sollen. So. Ja, selber schuld hier. Wie gesagt, zum Umbringen ist man sicher zu feige. Wie gesagt, ich kann mich nicht umbringen, ohne Moos nichts los. Da müssen Sie mir was überweisen, Herr Karl. So.
ja, alles doof gelaufen hier. So, also wie gesagt, nee, nach diesem Trolling. Übrigens, es gab auch Hackings in mein Handy. Also habe ich gar nichts gemacht und da wurden dann Videos, die gingen dann auf einmal automatisch an. Mein Ehemann ist gestorben. So eine Scheiße. Sag mal, man will mich wirklich umbringen. Aber im selben Atemzug, Adrian, wir lieben dich. Ah. Über diese Ohrenchips, über die man mich schon mal belogen hat, jahrelang. Oh, der CIA-Heiko kommt dich aus der Psychiatrie, aus diesem Nazi-Todeslager rausholen. Jeden Tag habe ich gewartet, 3 Monate. Mit Bildereinsendung, von wegen. Ja, sucht euch einen anderen, den ihr verarschen könnt. Ihr habt das ausgenutzt fürs Falsche, wollt mich exterminieren, wollt mich immer noch umbringen. Also ihr glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich mich noch auf einlasse, auf eure Dreckskinder da. Nee, keine Chance, das Ding ist gelaufen. Das hättet ihr euch vorher überlegen müssen, das wollte ich euch noch sagen. So, ganz einfache Kiste hier. Also, ja, wie gesagt, ich werde weiter meine Videos machen, ich werde weiter kämpfen. Bis zum Untergang 2%, jetzt muss ich das Video beenden, weil sonst geht es automatisch. Die Aufnahme wieder futsch, dann ist wieder alle scheiße und sind wir wieder alle traurig. Ich bin sauer. So, Feierabend. Finito. Popito, finito. Keine Chance, gegen mich kommt ihr auf jeden Fall nicht an, da vom Geheimdienst. So, bye bye an alle meine normalen Zuschauer. Ich wünsche euch allen was, den BND dann die Pest anhalten mit ihren autistischen Krüppelkindern da. Und Feierabend hier. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Feierabend, so, 2%. Ich würde gerne noch was sagen, aber 2%. Also, ich muss Cut machen. Ich werde euch die Seite anpinnen, stop07.org. Und dann hat sich das Ding hier erledigt jetzt erstmal.